Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jensor. Nein, nicht in der Garage, sondern in der Lüfte. Ja, Bio ist schuld. Bio ist schuld. Bio hat nämlich gesagt, da gibt's ein neues Game. Da gibt's ein neues Game und das musst du dir unbedingt reinziehen. Und ja, da ich oft auf das höre, was Bio sagt, werdet ihr jetzt wahrscheinlich ab und zu mal ein paar lustige Folgen von King of the Kill von uns bekommen. Und ja, das... Also, ganz ehrlich, es gibt jetzt natürlich wieder viele Leute, die sagen, ja, das ist ja nur so ein olles Game, wo man durch die Gegend rennt und looten muss und sowas. Bin ich übrigens hier auf dem Testserver. Also insofern, da sind noch keine Gegner oder nicht so viele Gegner unterwegs. Und ja, ich meine, Bio und ich haben so ein bisschen das Problem, wir würden gerne noch ein paar Mitstreiter bekommen. Denn King of the Kill macht am meisten Bock, wenn man es mit zu zweit, zu... Ich glaube, fünft ist das nächste. Zu zweit und alleine, zu zweit und zu fünft kann man spielen. Und zu fünft wäre doch mal einfach obergeil. Deswegen mein Aufruf an euch, es ist momentan im Sale. Es kostet echt poplige 13 Euro. Und macht monster viel Spaß. So, und um euch anzuteasern, erzähle ich ein bisschen was drüber, aber die meisten werden das vielleicht sowieso schon kennen. Nein, das ist nicht so wie DayZ und nein, Ace, du kannst es dir ruhig mal angucken. Es ist gar nicht so comic-lastig, wie du denkst. Auch wenn meine Figur, die ich hier habe, durchaus so ein bisschen comic-mäßig aussieht. Aber es ist eigentlich, ja, also es hat tierisch Spaß gemacht. Das ist so ein bisschen natürlich wie King of the Hill von Arma irgendwie. Also du musst, die Kernaussage ist, du musst 200 Leute starten auf einer Map. Die Map hat so Map-Ausschnitte. Diesen Map-Ausschnitt sehen wir jetzt hier gerade. Hier finde ich mich, wo das Quadrat ist. Da starten 200 Leute drauf. Und diese 200 Leute, da ist jeder gegen jeden. Beziehungsweise wenn man dann im Team spielt, ist es natürlich Team gegen Team. Und selbst Bio und ich, die sich irgendwie relativ... Naja gut, Bio hat da schon noch mehr Erfahrung als ich, aber ich habe ja so Shooter-Erfahrung, ist ja bei mir echt dünne. Und selbst, ja, selbst... wo war ich? Gott, den Drachion. Selbst Bio und ich mit wenig Erfahrung können hier sogar... Wir sind jetzt schon ein paar Mal bei den Teams irgendwie ganz am Ende gewesen und haben gegen das letzte Team gefightet. Natürlich dann meistens Teams, die irgendwie mega geskillt sind und gegen die man es durchaus schwer hat, weil die einfach... Also mein Hauptproblem ist ja das Aim. Also das kriege ich ja... Also da ich ja nicht so der Shooter-Player bis jetzt im Leben war, ist Aim ein riesiges Problem. So, ich finde jetzt leider hier nichts, wo es euch mal zeigen könnte, was es für Waffen gibt. Es gibt hier eine AK, es gibt hier... Ah, doch, hier, wunderbar. Die liegen halt hier überall rum und könnt ihr in eure Leiste tun und dann zücken und AR gibt's, dann gibt's die AK, dann gibt's Pistolen, Dynamit, Stangen, Handgranaten, all so ein Krempel. Und damit das für euch, keine Ahnung, so ein bisschen Inhalt bekommt, weil das hier auf dem Testserver durch die Gegend laufen, ist ja natürlich Unfug. Haben wir jetzt einfach mal von gestern Abend ein lustiges Game, also wie ich finde lustig, weil es zeigt, wie ich bobbig zielen kann und ja, wie Bio die meiste Arbeit erledigen muss. Aber ja. Also, schaut mal, ob es euch gefällt. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr die 13 Euro in die Hand nehmen würdet. Und das ist momentan halt eben auch im Sale. Und da kann man, da kann man halt sozusagen Geld sparen. Das ist hier übrigens, so sehen die Gegner aus, wenn sie gestorben sind. Sind dann in so kleine, lustige Leichensäcke verpackt. Die Bandagen, die sammelt man ein, um, beziehungsweise kann sie sich auch craften, damit man sich verarzten kann. Das sieht dann so aus. Man legt eine Field-Bandage an und kann dann nach der gewissen Zeit halt wieder Leben zurückgenerieren. Aber ich glaube, ich bin absolut der Falsche, um euch das Spiel zu erklären, beziehungsweise kann man machen, mache ich vielleicht mit Bio mal zusammen. Aber da gibt es bestimmt andere, die da mehr Plan von haben. Insofern, schaut euch das Gameplay an, wenn es euch gefällt, beziehungsweise wenn ihr Lust habt, mit Bio und mir im Fünfer-Squad mal zu zocken. Wir hätten dazu Lust, weil im Zweier ist es schon richtig lustig. Und dann schaut es euch an und würde mich freuen, wenn ihr zu unserer Zweier-Truppe dazu stoßt. Was ist noch?
Was ist noch? Was ist noch? Ich wünsche euch einen guten Rutsch und frohes neues Jahr. Da werden wir uns dann wiedersehen. Wow, da seht ihr mal, da hinten ist jetzt auch schon der nächste Gegner reingeschneit. Und ich habe aber keine Munition in meiner Waffe hier. Das wird nichts. Aber ist auch lustig. Gestern waren wir in einem Trailerpark, wo keine Munition rumlag und nichts. Und so sehen die Gegner aus. Ja, genau. Man kann dann meistens auch relativ aggressiv. Mal gucken, ob meine leere AR ihn irgendwie verschrecken kann. Absolut. Absolut. Er weiß halt nicht, dass keine Munition drin ist. Naja, wie auch immer. Also, guten Rutsch, frohes neues Jahr. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Jahr. Boah, hier plinkt und plampt schon. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Jahr öfter mal und auch öfter mal bei diesem lustigen Game King of the Kill. Macht's gut. Bis denn. Dann irgendwie an den nordwestlichen Rand der Stadt, oder? Das müsste eigentlich passen. Nordöstlicher Rand von der Stadt passt wunderbar. Was das hier vorne ist, das schon die Stadt links von uns, oder ist da was anderes? Das vor uns ist die Stadt, ja. Ja, warte, da fahre ich aber unten rum ran. Also von unten rechts quasi auf der Map gesehen. Ja, die Frage ist, ob wir da überhaupt ran wollen oder ob wir Ja, also Sturmgewehre brauchen wir schon irgendwie, oder? auf die woanders kriegen, ja. Ja. Also würde ich sagen. Ja. Das ist immer bedrohlich, dieses Geräusch. Okay, wir sind in der sicheren Zone. Da fahre ich mal direkt an. Ein Militärrucksack, schön. Duct Tape. Bist du aus West-Südwest? Wollen wir das Ding hier mal machen, oder? Was denn? Ach so, das ist, hier ist gar nichts, alles klar. Wo ist denn hinten? Das ist verwirrend. Da, wo Exit steht. Hast du die Testung gemacht? Ja. Das rote Haus links, oder? Ja. Oder warte mal, stopp mal hier vielleicht. Deine, ja. Wenn du auch noch mitnimmst. Warte, das ist Spieler? Halt, als Spieler, Spieler. Hier ist Akamuli noch im Gebäude. Probier mal selbst verarzten. Ich habe auch keinen Helm mehr, wir haben den Helm weggeschossen. Ich auf dem Gang, rechts von dir. Helm ist hier auf dem Boden. Ja, danke. Lass mal vorne raus, die machen hier hinten irgendwie. Die fahren hier ständig. Ah, alles klar. Oder? Wo sind die? Keine Ahnung, aber dann lass uns hinten raus. Oder es war ein sehr intelligentes Ablenkungsmanöver. Sollen wir raus? Ja. Ich denke, dass du mit der Schrotflinte auf Distanz halt echt, ne, kein Damage machst. Ja, okay, die lassen sich die mal ganz da untereinander alle abmetzeln. Und ja, einen hätten wir haben müssen eigentlich, aber naja, gut, ist halt so. Türen hier wieder, ey. Ah, hier ist noch eine AK mit Muni für dich. Das wird wieder so ein Game sein, wo wir verrecken. Ich habe 143 Schuss. Das ist einfach zu viel.
Oh, wo, wo, wo? Hier los, Alter. Ja, okay, wir müssen Richtung Nordost. Nordost, aber schnell raus aus dem Gebäude und dann Richtung Nordost. Zu unserem Kott? Ja, okay. Das ist so ein paar Träumer. Fail, ey. Ja, oder halt nicht im Kott, sondern halt hier einfach hier quer über die Straße, einfach eben schnell, oder? Ja, machen wir mal. Dumm, ey, schon wieder von uns. Ja, ja. Auch überhaupt nicht dran gedacht. Wie weit ist denn das noch, Mensch? Wow. Wir sind halt nicht so darauf, das offen ist zu rennen, weißt du? Absolut. Ah, jetzt, hier ist gut, hier ist gut, hier ist gut. Oh Mann, ey, wie doof, ey. Ah, scheiße, haben wir natürlich wieder richtig schön HP gelassen. Schön Gas getankt. War wahrscheinlich direkt weiter. Erstmal auf Leben hier. Ja. Nochmal eben schnell craften, ich habe nämlich keine Bandage mehr. Ich glaube, wir müssen noch direkt weiter, wa? Ja. So, okay. Sekunde mal noch. Ja, wir müssen Richtung Nordost noch. Aber das Gute ist, der Kreis, der ist hier gleich wieder, dann sind wir gleich wieder sicher. Alles klar. Ich muss nochmal Field Bandage machen, ohne Ende. Ja, alles klar, dann mach du mal. Ich mach hier auch nochmal eben. Ich kann nicht mehr, okay, ich hab schon alle gemacht. Weil das kann ich noch schwedden. Und Helm schwedden. Hast du Tape zufällig? Ja. Nee, boah, Tape hab ich selber, Tape hab ich selber, alles gut. Okay, also einen, hast du noch einen Militärrucksack? Nee, leider nicht. Okay, na gut, also einen so Kevlar haben wir mal. Hit, ey, Mann, echt mal drauf aufpassen. So, jetzt mal craften, 13 Stück. Brauchst du noch Bandagen, oder? Nee, ich hab noch 13. Alles klar, können wir? Sekunde. Läuft noch, läuft noch, läuft noch, läuft noch. Jetzt! Ich hoffe, du hast alles nachgeladen. Jo. Ich will dann wieder ein bisschen außerhalb der Stadt einfach irgendwie, dann nach vorne in die roten oder so. Da sowas rein. Nochmal Schrotflinten-Muni, ich brauche Muni für mich, Mann, nicht für die Schrotflinte. Nochmal wieder AK-Muni. Ich nehme mir das jetzt mal mit, ja, sonst ja. Habe ich bald hier keine Muni mehr. Okay, wir sollten vielleicht mal ein bisschen Richtung Nordosten laufen. Vorne raus und dann Nordosten oder? Jo. Ich hab die Granaten hier mit. Das ist nicht total behämmert, jetzt hier irgendwie mitten durch die Stadt zu laufen. Ja. Ey, wir brauchen nur ein bisschen Vorsprung wieder irgendwie, das ist dann okay. Kommen wir hier lang? Ja, ich komme irgendwie schon durch, bestimmt. Vielleicht nicht das sicherste, aber. Ich glaube, wir sind schon wieder sicher, also zumindest ansatzweise. Ich renne mal durch die Gartik durch, da geht es raus, das weiß ich auf jeden Fall. Alter, ist heute Tag der Schrotmuni, ich nehme den jetzt nicht mehr mit. Nee, ich auch nicht. 143 Schuss. Ja, ich hab jetzt 36 Schuss Schrot, das reicht mir schon. Mal ganz kurz hier, okay. Das gibt's ja nicht, das ist die Serverinstanz des Schrots. Ja, ist voll ätzend. Wollen da rechts rein, den kann man nicht. Willst du die AK haben? Ja, ich hab jetzt halt 120 AK-Schuss schon, das passt schon. Also, ich hab mir jetzt eben auch eine AK mitgenommen, nochmal ein bisschen Schuss. Alles klar. Weil, offenbar ist hier nichts mit M4 gerade. Ein bisschen grenzwertig, ne? Halt.
das Haus können wir vielleicht noch machen, dann soll Ortrecke wie wahrscheinlich weiter. Hier ist nochmal Acker, eine. Und wieder natürlich Schrot. Nee. Militärrucksack her? Ah nein, ich nehme mit, dann können wir dir eine können wir dir ein Dings machen. Hast du alles, was du brauchst, oder? Shred, Tape habe ich. Ein Helm habe ich auch. Shred. Zack. Dann soll auch direkt noch weiterlaufen, wieder Richtung Nordost. Boah, ist das ja ein Gelaufe, ey. Scheiße, dass wir das Quad verloren haben. Jo, alrighty. Aus East aus der Stadt raus, dann haben wir es ja fast. Da war schon wieder sicher. Oder steht ein Auto, Ja, Schrotflinte. Im Wald steht auch ein Polizeiauto. Ja, lass uns hinten über die Wiese. Ja. Wo müssen wir lang? Süden? Ne, wir müssen nach Osten, Nordosten. Ja. Dann sind wir schon durch den scheiß Wald durch. Ja, dann lass uns hier runter noch, durch die Mulde und dann ein bisschen an den Autos vorbei. Alles klar. Wir erstanden. Was habe ich denn hier eigentlich noch alles mit? Ich habe auch nur eine AR mit. Jetzt noch mein Kevlar, ja, habe ich noch, okay. Jemand scheiß Kevlar wegen dem, Pulli nicht. Wo wollen wir denn hin? Richtung... Ja, scheiße, das ist natürlich wieder mit dem Nirvo, das ist hier. Ja, den Wald da oben vielleicht erstmal. Ja. Aber wir müssen auf jeden Fall laufen, also Nord-East. An der Tanke vorbei. Ja, wobei, wenn wir jetzt ein bisschen nördlich laufen, sind wir eigentlich schon sicher. Ja. Langsam kennt man die Map ein bisschen, ne? Ja. Schon habe ich auch den Eindruck. Wo. Zumindest halt auch die Gebäudearten, weil es sind ja immer die gleichen. Ja, aber die Ecke kenne ich ja auch. Rechts lang geht's zur zur Tankstelle und dem Militärgelände. Ja, wobei wir Richtung Norden gerade gehen. Das ist halt irgendwas anderes hier. Soll ich hier nochmal kurz looten? Jo. Looten ohne zu bluten, sieht auch fresh aus. Wieder drin. Wieder down, wieder down. Oh. Warst du das? Oh, ich bin auf eine falsche Taste gekommen, sorry. Bisschen nochmal den Schädel wegballert. Ja. Okay. Oh, hier ist. Ja, schön, schön, schön. Oh, Junge. War der blöd. Ich dachte, wer kriegt denn da lang? Oh, das ist aber, mega kacke mit diesem, immer überraschen lassen von den. Ja. So, was haben wir hier? Einen Helm brauchen wir. Oh, 6 Medkits, geil. Ja, ich habe auch richtig viele Medkits. Ich habe das 10 Stück an der Zahl, ich cover dich. Hier ist noch AR-Munition, die ich, die brauchen wir beide nicht mehr, ne? Ich habe 159 Schuss AR jetzt. Nee, aber hast du eine AR mit? AR nehm ich. Okay, dann packe ich dir. Ich kann die AR-Muni nehmen. Nee, kann ich nicht, warum kann ich sie nicht nehmen? Wahrscheinlich bist du voll. Ja, eigentlich nicht. Also, wobei doch, ja klar. Okay, pass auf, dann lege ich mal den scheiß Benzin. Ja, wobei Benzin kann man noch gebrauchen. Keine Ahnung. Nee, Benzin. Ich glaube, Benzin ist weg. Also guck mal, 19. Erst da fahren wir nicht mehr. Ja, warte mal, ich kann hier nochmal hier schnell einen Dings machen. Nochmal schnell eine Kevlar zweiten. Dann habe ich das nämlich auch schon mal weg. Ja. So, AR Shotgun brauche ich wahrscheinlich in dem Mengen nicht. Okay, ich hab. Also alles gut, ich bin versorgt. Weil dann wahrscheinlich für den Rest des Spiels mit Muni. Ja, ja. Dann nochmal hier. Hast du jetzt auch gut Muni? Ja, ja. 400 Schuss für die AK. Ja, das reicht. Okay, schön. Schön gespielt. Also ich schwelle hier nochmal den ganzen Kram, den der hat. Hast du noch ein paar Bandagen? Oder? Ja, reichlich. Ja. 31. Und 6 Medkits, die hier auch nicht unbedingt. Also brauchst du noch? Ja, ich hab selber 10. Also alles klar. Pass auf, ich hab dir noch einen zweiten Kevlar für dich. Liegt das jetzt auf dem Boden schon? Der Kevlar, ja, liegt auf dem Boden. Kann ich nicht nehmen, weil. Da
kommt irgendjemand aus Süd-Südwest. Du vorne. Der hat sich aber gut dumm angestellt, dass wir den nicht gekillt haben. Nein, ich stand hinter dem Regal, der konnte nicht. Aber das war Zufall. Ich hab den nicht gesehen. Ja, also müssen wir unbedingt dann denken, dass wir da irgendwie schauen, dass wir da sofort. Wo hast du wen gesehen? Ich hab den einen hier in der Ecke gesehen. Nee, oder? Jetzt gerade hier, weil du sagtest, komm, Spieler. Alles klar, dann lass uns, warte mal, lass mal gucken, was ist. Wir müssen nach Norden. Ja. Hinten raus vielleicht? Ja. Hey, los, hoch da mit dir. Okay. Nordost ist eine Kiste. Oh weia. Bitte nicht. Nö. Die bomben nicht immer, oder? Nee, ich glaube nicht. Also scheinbar, die kann ja sein, dass die durchfliegen einfach und dass sie dann woanders bomben. Ja. Wir müssen Richtung Osten. Richtung Osten. Okay, jetzt sind wir drin, jetzt sind wir drin. Also wir sind im Safe-Bereich, also das passt. Na, aber hier ist scheiße. Wie ist der Plan? Lass mal gucken, was hier ist. Was ist denn das da mit dem Haus, wenn wir jetzt weiter nach Norden gehen? Das ist eine Siedlung, ich glaube über Richtung Nordost aber ein bisschen. Das wäre eine Siedlung. Da kann man sich vielleicht in den Gebäude schon mal im südlichen Rand quasi einkämpfen. Ja. Wie fühlt man sich auch so permanent einfach verfolgt? Ey. Also wie gesagt, wir müssen auf die andere Straßenseite und dann sehen wir die Siedlung. Ätzend. Die gehen auch richtig hochgestellt. Also. Ich bin 10 Jahre gealtert heute Abend. Mindestens. Okay, gleich müssen wir uns eigentlich sehen unten. Dann im Tal. Und rund im Tal, ja, da sitzt der kleine Ottili. Oh, guck mal. Scheiße, ey. Ja. Ja, sollen wir dann erstmal wirklich runter ins Tal, oder ja. Wir hier bleiben? Okay, dann machen wir's. Nee, naja. Warte mal, jetzt müssen wir eigentlich eher nach Osten. Hm, ja. Für das nächste. Nee, dann gehen wir nicht. Dann gehen wir. Geht in 2,5 Minuten los, das Ding. Naja, aber solange hier keiner ist, würde ich mal sagen. Na, ist ja natürlich gefährlich auf offenen Feld, aber. Absolut. Ist halt so. Ja, da vorne sind da Bäume wieder. Auto? Von vorne. Ja, sehe ich. Lass mal schnell irgendwie in Deckung rennen. Also, hier stehen wir richtig scheiße. Also vorne sind Bäume vor uns. Ah, die verfolgen sich anscheinend da. Ja, ich habe auch unten, da unten ist ein Polizeiauto und ein Jeep. Genau. Die haben sie ja gerade gechased. Ja. Ja, dann lassen wir die mal sich gegenseitig da alle machen. So, jetzt müssen wir weiter nach Osten. Ja, quasi so am, wenn wir die Straße, also die südlichste Straße der Siedlung halt als Leitpunkt nehmen, dann quasi davon ein bisschen weiter dann in Osten. Da wären wir dann sicher, wäre dann so genau die Mitte. Wir kommen immer ganz gut in die Top 10, aber wir haben echt immer keine Kills. Ja gut, aber ich meine, wir haben jetzt hier nicht groß gekämpft, wir mussten halt viel laufen, so, aber... Ja. So, immer noch nicht. Osten noch weiter. Ja, ich würde sogar ein bisschen Richtung Nordosten, Osten rennen. Nordosten. Oh, guck mal, da ist komplett, oder das Waldgebiet da drüben. Ja, oder wir haben noch Zeit. Wir können so ein L gehen, also so... Na, dann lass uns hier... Ja, genau, dann gehen wir da rüber, ja. Hat man im Auto eigentlich Schutz vor Beschuss? Oder geht das auch alles durch? Ja, das geht auch durch. Du wurdest ja auch schon aus dem Auto rausgeschossen. Naja, nee, ich meine so, ist das Quad unsicherer als ein Auto, oder? Ja, klar. Also, du hast ja beim Auto, kannst ja wirklich noch gegen die Säulen, also gegen ABC-Säule gegen schießen, das hast ja. Du gerade. Ist relativ weit weg, glaube ich. Geh mal an den Stein vorne ran und... Ja. Bauen wir das Fernglas. Ich denke mal, dass die gerade aus der Siedlung rausrennen wollen. Ja, ich sehe da zwei. Zwei und ein Auto. Das sind 2 gegen 2. Und
zwar Nordost am Stein. Pinker Rucksack, der eine. Siehst du das? Nee. Naja, wenn du da. Du siehst ja auch so schon ohne Fernglas, siehst du die auch schon. Beispiel. Ja, okay, alles klar. Okay, wir müssen auch weiter, das Gas kommt. Das ist natürlich jetzt mies. Okay, ich glaube, hier sind wir sicher, oder? Was meinst du? Ja, müssen wir eigentlich. Wir sagen, wir machen das jetzt ab. Jo, müsste eigentlich. Wir haben einen vor. Seht ihr wieder zwei Spieler hinten? Richtung Nord, Nordost. Ich frag mich vorhin, haben wir uns auch verarschen lassen von hinten? Okay, die gehen jetzt davon aus, dass jemand von links von denen kommt, quasi. Die gucken Richtung Stadt. Siehst du das? Ach du Scheiße. Okay, die Schüsse sind relativ nah hier dran. Von links ist auch noch, kommt auch noch irgendwas. Boah, die Granaten, die fliegen ja direkt um die Ecke. Also das, ja, die Spieler sehe ich jetzt. Ja, oh, hier kommen aber viele angelaufen, das sind hier sehr viele Leute. Also wir müssen uns auf jeden Fall hier am Rand überhalten. Also von links kommen einige, wie gesagt. Okay, wir müssen in Richtung Nordwesten. Wie das aussieht. Nordwesten, Nordwesten, irgendwie sowas. Also gleich noch nicht, aber. Scheiße, hätten wir jetzt einen Sniper, könnten wir da hinter dem Steinballett machen. Oder meinst du, wir kommen da hin mit unseren? Ja, also wir können schon mal ein bisschen näher rangehen, also so, weil wir... Boah, guck mal, die Crate hier, die Kiste. Ja, krass, der schaffen wir aber nicht. Nee. Mit dem Bomber, ich hatte dich hier weggeholt. Ist das geil. Also wenn du irgendwie jemanden siehst, ne, dann... Ey, wo sind die denn? Ah, da hinten läuft einer. Nord-Nordost. Also wir müssen Richtung Nordosten. Irgendwie, einige Richtung Norden irgendwie. So Norden, Nord-Nordost, irgendwie so. Ein ganz kleiner Kreis jetzt. Ich schieße da jetzt mal drauf, vielleicht haben wir ein paar Lucky Hits, oder? Ja du, das, wir haben nicht viel Zeit, ne? Das Gas ist direkt hinter dir und das geht gleich los. Na. Recht hast du, hast recht. Nord-Nordwest ist einer. Da wurde, genau. Ja, sehe ich. Einmal habe ich getroffen. Na los, nimm mal die scheiß Granate. Headshot! Geil. So, ich drop mal die M4 und nehm die Shotgun dafür mit, das ist glaube ich wichtiger, und dann eine Granate. So, wenn der da jetzt weg ist. Oh ja, ich krieg Beschuss. Oh nein, Bio! Ja, alles gut. Ah nein! Ah, scheiße. Bio! Ah, Mann. Ich hab den nicht gesehen. Wo sind die? Quasi... Ah, ich seh'n. Ja. Fuck, das tut mir noch was. Der Gas kommt von hinter dir, oder? Tja. Ich hab den Gegner nicht gesehen, du musst dich auf den Indicator verlassen. Da hat noch ein bisschen was von mir rausgeguckt, wahrscheinlich. Boah, ich hab meinen ersten Headshot gemacht. Nice. Ich war gerade damit beschäftigt, meine Scheiß irgendwie, meine Granate nach. Aber der Effekt der Granate war gigantisch.